Genau, versucht's bei Marc, wenn ihr Erotikbilder von uns haben wollt. So. Was mache ich jetzt? Speichern. Damit haben wir schon einen Powerstern. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Nun kannst du ein paar der versiegelten Türen im Schloss öffnen. Versuch es mal beim Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder bei Wumms Wuchtwall im Erdgeschoss. Nein, ich weiß, wie ich Powersterne kriege. Ich brauche dafür keine Bilder rausrücken. Ach, hört bitte auf mit diesen... Obwohl, gut... Gut, dass ihr, dass hier im Livestream tatsächlich mal Leute Sachen sagen. Die kann ich dann später in irgendwelchen Let's Plays einsetzen. Ich glaube, das mit den Erotikbildern könnte ein Running Gag werden. Wir sind friedliebende Bob-Oms, daher verwenden wir keine Honolulu-Haubitzen. Aber wenn du gerne durch die Luft fliegen willst, halten wir dich natürlich nicht davon ab. Mach's dir bequem, wir bereiten alle Haubitzen auf diesen Kurs für dich vor. So. Fertig zum Abschuss. Komm, hau rein in die Honolulu. Honolulu-Haubitze. Mit Hilfe der Haubitzen kannst du die schwebenden Inseln erreichen. Verwende im Standardmodus das Steuerkreuz, um das Ziel zu bestimmen. Dann drücke B, um den Abschuss freizugeben. Aus dem Flug heraus kannst du dich an Bäumen festklammern. So. Und, ich werde jetzt nicht das machen, was ich eigentlich soll, sondern ich werde mich jetzt erstmal um die ganzen roten Münzen kümmern. Und, da ich ja hier versuche, einen Complete Run hinzubekommen, obwohl ich gehört habe, dass, gehört habe, dass es hier 150 Sterne geben soll, What the fuck are you here? Ey, was geht denn los? Und, hä? Ey! Was sollten das jetzt werden hier? Oh. So, er hatte eine Mario-Mütze. Was ist denn jetzt? Auf der Suche nach den Powersternen hast du eine rote Mütze gefunden. Setz sie auf und voila, du siehst aus wie Mario. Als Mario kannst du im Standardmodus schlagen, greifen und sowohl Objekte als auch Gegner durch die Luft werfen, indem du A drückst. Alles das kann ich machen, indem ich A drücke? Ja, nein, ich will das nicht heute durchspielen. Ich möchte das in den nächsten Tagen durchspielen. Da kam gerade eine Frage, ob ich das durchspielen will. Aber ja, ich hab früher immer auf Nintendo 64 das... gesuchtet. Alter Schwede. Jetzt sind hier schon 14 Zuschauer. Naja, einer davon bin ja ich, weil ich habe ja den Chat offen. Es geht bestimmt auch anders. Na, wie auch immer. Bla bla bla. Legendärer Wandsprung. Drücke einfach B, um gegen eine Wand zu springen. Und drücke erneut B, um hochzuspringen. Prinzessin Peach verlässt sich auf dich. Gib nicht auf! Natürlich nicht. Das klingt blöd. Mario mit einer Yoshi-Stimme. Okay, also, hier sollen wir hin. Auf diese Insel. Ich versuch's mal so. Und ich wette, ich flieg drüber. Tatsache. Na gut. Aber ich weiß einen ganz sicheren Weg, wie es trotzdem klappt. Und hip. Ah, nein, gib mir! Es ist klasse, dass das Ding genau auf mich zugeflogen kam. Gerollt. Wie alt bin ich eigentlich? Nun, mein Kanal wurde bekannt als Exido 1991. Ich denke, dieser Hinweis wird reichen, ansonsten musst du eine Hinweismünze einsetzen. Irgendwas über 10, ja, ich bin irgendwas über 10 Jahre, das ist tatsächlich wahr. Wie lange ich meine neue Frisur schon habe? Oh Gott, das ist... Wann habe ich denn das letzte Mal nicht so eine Frisur gehabt in irgendeinem Video? Ich glaube, kurz danach habe ich das dann machen lassen. So, jetzt... Wenn ich so schieße, dann komme ich genau auf die Insel. So, wenn das genauso ist wie... Nein, als ich den Kanal so benannt habe, war ich 1991 Jahre alt. Meine Güte, manche Leute können...
können gut mit Hinweisen umgehen. Ja, 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 ja. Ich weiß, dass das natürlich nur Spaß war. Nein, ich spiele das nicht auf einem DS Lite. Ich spiele das auf einem Emulator. Deswegen sieht das auch hübscher aus als auf einem DS. Also weniger verpixelt und so. So, ich versuche mal hier ein bisschen was an... Oh, Münzen wollte ich eigentlich sagen, zu kriegen, aber ich glaube, das reicht erstmal noch nicht. Mache ich die 100 Münzen, mache ich sie nicht, weil ich habe an sich einen wichtigen Part dafür noch nicht so wirklich. Und zwar den Fliegerhelm oder was auch immer, wie man das nennt. Und ich würde jetzt ganz schön das Let's Play strecken, wenn ich trotzdem einfach mal 100 Münzen sammeln würde. Warum sammle ich dann Münzen, wenn ich es nicht will? So, hier ist noch eine rote. Nummer 6. Die Tür können wir öffnen. Und gehen trotzdem nicht durch. In diesem Livestream spiele ich bloß Super Mario 64 DS. Ja, klappt. Da wollte ich hin. Ich habe vor, alle Sterne zu holen, alle 150 und, ich werde so lange machen heute, bis ich keine Lust mehr habe. Bis ich so oft sterbe, dass ich mir sage, nee, jetzt will ich nicht mehr. Nein! Ach, Mist. Aber erstmal wollte ich den rote Münzenstern hier haben. Oh Mann. Ich sollte eigentlich mal so ein bisschen Speedrunner-Qualitäten an den Tag legen. Ich habe das nämlich schon mal so ein bisschen gemacht. Das Spiel schneller gespielt. So, ich glaube, wo war denn jetzt die achte Münze? Ich möchte meinen, die beiden habe ich, ja. Was haben wir hier? Ah, da ist Nummer 8. So, und da lasse ich mich doch... Hä? Was ist da gerade passiert? Oh. Ja, auf eine gute lange Zeit könnt ihr euch vorbereiten. Wenn es heute nichts wird mit den 150 Sternen, morgen mache ich gerne weiter. So. Keine Sorge für Leute, deren Internet kurz weg ist. Das Ganze wird dann auch nochmal als richtiges Let's Play hochgeladen, also... Ja, hier wird gerade gefragt, wie Mark erreicht werden kann für die Bilder. Ja, tatsächlich, ich nehme dich da etwas auf den Arm, tut mir leid. Nie mehr als 20 Sterne? Ach komm. So. Ich mache in dieser einen Aufnahme schon mehr als 20 Sterne. So. Hey, wie geht's? Du weißt nicht zufällig, wo Mario ist? Ich kann ihn einfach nicht finden. Du siehst so aus, als seist du schwer beschäftigt. Daher macht es dir doch bestimmt nichts aus, Mario hierher zu bringen. Danke. Was? Ich soll... Ach so, oh. Das ist ja... Das ist ja ein Plot-Twist. Weil er gegen Mario ein Rennen laufen will, muss ich jetzt einen Mario ranholen. Und wie holen wir einen Mario ran? Wenn wir doch gar nicht wissen, wo Mario ist. Ach, irgendwie ist das hier mit den Hitboxen schwieriger. Aber egal, ich habe jetzt einen Mario. Und hüpp und hüpp und... So, da haben wir unseren Mario. Das ist der Mario! Oh Gott. An P-Play. Ja, ich könnte mir vorstellen, ein Re-Let's Play von Teil 1 mit Mark zu machen. Ich glaube, das habe ich sogar in einer Aufnahme, die noch gar nicht hochgeladen ist, schon gesagt. Das ist mir gerade etwas, das ist krass. Ja, ich stelle mir das tatsächlich vor, das mit Mark zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo erwähnt habe, aber ich habe schon drüber nachgedacht in letzter Zeit. Uiuiui. Super Mario 64 DS ist nicht neu für mich. Auf dem Nintendo 64 habe ich immer alle 120 Sterne gehabt. Ich habe das dreimal oder so durchgespielt, soweit. Nur hier gibt es 30 Sterne mehr, die weiß ich dann nicht. Ah, hier.
Ah, wenn das nicht Mario ist. Lange nicht gesehen. Du hast ganz schön zugenommen. Zu viel Pasta und Pflanzenpflege, was? Du solltest wirklich etwas Sport treiben. Hey, wie wäre es mit einem Wettrennen auf den Gipfel des Berges, wo vorher König Bob Omb war? Das wäre doch das perfekte Training. Wenn ich los sage, fängt das Rennen an. Fertig? Los. Okay. Okay, so. Will ich cheaten? Nein, ich will nicht cheaten. Ich will es tatsächlich so beenden, wie es gedacht ist. Ich weiß nämlich, wie ich schneller an das Ganze, also wie ich schneller das Ganze schaffe. Und hopp. Aber trotzdem, ich nehme den Hard Mode. Und bin trotzdem noch viel schneller. Da, wo der Stern auf der Karte ist, das ist mein Gegner. Hoppa. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehen würde, dann könnte ich mich hoch teleportieren. Aber ich bin ja nicht so. Hui. Hui. Und hopp. Und wenn ich das tun würde, ey, da unten habe ich gerade, da unten ist unser Cooper Trooper. Upsa. So, dann würde ich hier oben rauskommen. Aber wir sind ja schon fast am Ziel. Und... Warum ich das nicht auf Twitch mache? Naja, ich habe mit YouTube angefangen, dann bleibe ich jetzt auch hier. Ja, das P-Play, ich habe das schon gesehen, dass du einen Best-of machen wolltest. Ehrlich gesagt, ich wollte da selber dann doch mein eigenes noch machen. Ich spiele es auf dem Emulator, Silver Mike. Ja, genau, das ist der Mario. So. @JapanCube. Ja, mir geht's gut. So. Schnauf, Hechel. Boah, du hast echt einen Zahn drauf. Eine menschliche Speckrakete. Hier, bitte, für dich. Das hast du dir ehrlich verdient. So. Ich merke, mein Livestream wird gut angenommen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich muss irgendwie ich muss das irgendwie einblenden. Hm. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Moment. So. So. Na toll, dann mache ich die untere. Mache ich unten die Karte so ein bisschen weg, würde ich sagen, wenn ich das jetzt so mache. Ah, das geht doch nicht. Das kann ich nicht. Hm. Na, mal schauen. So. Wenn ich das jetzt hier nämlich davor machen würde, würde man den Chat wenigstens noch mitsehen können. So. Für alle, die das im Let's Play dann nämlich nicht sehen. Also, wenn ich das als Let's Play hochlade. So, aber gibt's das dann auch... Moment, gibt's hier eine Einstellung, dass das dann anbleibt? Nee, ich will keinen Background Pause. Ich will, dass es weitergeht, wenn es im Background ist. Ah, okay. So. Was? Wer kommt da jetzt auf Scout? Ich mach mal ein bisschen mehr Licht. So. Ups. Ach so, ja. Genau. Scout. Mein Bürostuhl, wenn man so will. So, du hast 3 Powersterne gefunden. Nun kannst du Türen, die eine 3 tragen, öffnen. Du kannst auch alle... Okay, ich kann keine Inputs machen, wenn ich... Geht das nicht auch irgendwie? Hm. Na, dann muss ich den Chat doch erstmal draußen lassen. Tut mir leid, lieber Chat. Tut mir leid, liebe Leute, die chatten. So. Du kannst auch alle Welten im Erdgeschoss betreten, aber wo ist... Ach nee, wo ist der Mario? Muss Yoshi auch ihn retten? Auf jeden Fall ist das Abenteuer noch lange nicht zu Ende. Ja. 5 Silbersterne, das ist neu. Oh Mann, ich mag nichts Neues. What the heck is that? Ja, wenigstens sieht man, wo die Silbersterne sein sollen. Okay, also einer ist in der Richtung.